Wenn du es immer eilig hast und eine schnelle Möglichkeit suchst, deine Naturnägel zu verstärken, zeige ich dir heute eine sehr geile Lösung dafür. Also, wenn du neu auf diesem Kanal bist, Scheren teilen, liken, abonnieren und dann würde ich sagen, let's do this. Heute werden wir mit nur einem Produkt und ganz, ganz schnell den Naturnagel verstärken. Wie das funktionieren soll, und zwar mit dem Biab All-in-One. Der ist von The Gel Bottle, ein sehr, sehr geiles Produkt. Hier ist wirklich alles drin. Hier ist der Primer drin, hier ist das Haftgel drin, der Aufbau, die Versiegelung. Also alles, was ihr braucht, um den Naturnagel zu verstärken. Ihr braucht wirklich nur den Naturnagel vorbereiten, vernünftig. Ein Video dazu zeige ich euch hier oben in der Ecke mal. Und das war es eigentlich auch schon. Für wirklich 70 bis 80% aller Menschen reicht das vollkommen aus. Wenn ihr extreme Haftungsprobleme habt, solltet ihr aber natürlich den Nagel noch ein bisschen weiter vorbereiten. Dazu gibt es hier ein Video von The Gel Bottle selber mit den Haftungsstufen. Es gibt 4 Stück an der Zahl, von stark fettenden Nägeln bis hin zu spröden, rissigen Nägeln ist alles dabei, aber wie gesagt, für 70 bis 80% reicht dieser Biab vollkommen aus, um eure Naturnägel zu verstärken. Also für alle, die es eilig haben beim Nageln, dieses Produkt kann ich euch ans Herz legen. Zudem werden wir die Modellage heute nicht nachfeilen. Das spart uns auch noch mal eine Menge Zeit. Ich zeige euch meine Technik, wie das am besten funktioniert. Und ja, meine Frau kommt gleich hier runtergestürzt und dann wird ganz ratzifatz genagelt. So, das wird die schnellste Modellage aller Zeiten. Also legen wir los. Der Nagel ist vorbereitet, sollte natürlich die richtige Länge haben. Ganz, ganz wichtig. Dann dehydrieren wir das Ganze einmal mit Aceton und einem großen Holzstäbchen und natürlich auch einer Zellette. Schön durch die Ecken gehen. Nagelhaut sollte auch so gut wie möglich entfernt sein. So, und dann tragen wir auch schon den Biab All-in-One auf. Schön in die Ecken rein. Natürlich nicht an die Nagelhaut kommen. Die erste Schicht ist unsere Gleitschicht, das heißt, die wird ganz dünn aufgetragen. Ruhig ein bisschen einmassieren, weil die dient uns quasi auch als Base. Und dann kommt auch schon der Apex drauf. Ich setze einmal ein bisschen mehr Gel in die Mitte. Noch ein bisschen mehr. So. Und dann modellieren wir uns das hier mal so ein bisschen zurecht. Der ist recht dünn viskos, daher müssen wir das eh gleich auf eine andere Methode machen, den Apex rausarbeiten, weil das verläuft uns recht schnell. Und zwar drehen wir den Nagel jetzt einmal um, beziehungsweise den Finger. Gucken uns das von der Seite an und ihr seht dann recht schnell, dass sich der Apex bildet. Das heißt, es entsteht ein kleiner Tropfen. Dieser Tropfen kann ruhig ein bisschen stärker sein, damit sich das in der Lampe zurecht biegt. Und dann das Ganze ganz schnell in die Lampe rein. Der Kunde kann auf jeden Fall sagen, dass er den Finger gerade reinhalten soll, ansonsten läuft euch das Zeug zur Seite weg. Und dann warten wir jetzt mal 60 Sekunden. Könnte ich von hier aus kratzen, wenn du möchtest. Von da aus? Mhm. Dann mach mal. Ah ja, da juckt es auch immer. Leute. Oh, geil. Kannst du mich auch anders kratzen? Und so sieht das Ganze nach 60 Sekunden aus. Und jetzt ist das Ganze auch schon ready zum Lackieren. Wir nehmen hier die Farbe Babe von The Gel Bottle. Tragen die auf. Falls ihr merkt, dass euch irgendwie Gel auf der Haut gelaufen seid, könnt ihr das natürlich nachfeilen. Aber das sieht hier bei uns ganz gut aus, das heißt, das brauchen wir nicht. Natürlich auch beim Glitzer auftragen, nicht an die Nagelhaut kommen. Ich meine, bei Glitzer ist es natürlich einfach, das Ganze wieder wegzumachen, aber bei Farbe wird es dann natürlich umso schwieriger. Thank you.
Wir können natürlich auch mit einem Linerpinsel dem Ganzen noch ein bisschen nachhelfen, die Glitzerpartikel noch ein bisschen verschieben. Das ist bei Glitzer sehr komfortabel und sehr einfach. Ist das Ganze auf dem Nagel aufgetragen, härten wir es für 60 Sekunden in der LED-UV-Lampe aus. Den All-in-One könnt ihr natürlich auch als Versiegelung nehmen, aber wir haben ja Glitzer aufgetragen, daher nehme ich den Clear Rubber Top als Versiegelung, denn der ist ein bisschen dickviskoser und ja, sieht einfach schöner aus, weil der gleicht diese kleinen Hübelchen aus. Und den könnt ihr auch super zum Ausgleich von French Paint On zum Beispiel nehmen, denn da entsteht ja auch so eine kleine Kante und damit lässt sich das super ausgleichen. Der Clear Rubber Top ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, weil er wirklich sehr honigartig ist. Aber wenn ihr dem Ganzen etwas Zeit gebt, sich glatt zu ziehen und vielleicht auch mal den Finger umdreht oder sogar mit dem Liner etwas nachhelft, dann kriegt ihr eine richtig schön glatte Oberfläche hin. Ist es auf den Nagel aufgetragen, wird dieser dann auch nochmal für 60 Sekunden in der LED-UV-Lampe ausgehärtet. Und da soll es auch schon gewesen sein mit unserem kleinen Naturnagelverstärkungsvideo. Also wer es schon immer eilig beim Nageln gehabt hat, dem kann ich dieses Produkt auf jeden Fall ans Herz legen. Ein sehr, sehr schönes und schnelle, eine sehr, sehr schöne und schnelle Möglichkeit, den Naturnagel zu verstärken. Genau, ansonsten share, teilen, liken, abonnieren. Produkt ist unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris.